dann nochmal einen schönen Dienstagabend und guten Abend aus Frankfurt. Im Vorgespräch hatten wir schon die Wetterkapriolen in Europa durchdiskutiert. Der DAX, muss man ja sagen, hat sich davon heute nicht beeindrucken lassen. Schöne Aufwärtsbewegung, die wir gesehen haben. Risikohinweis kennt ihr schon. Ich hole mir gerade mal hier die Handelsoberfläche von Ayondo rein. Ihr seht es hier, schöner blauer langer Balken, heißt nichts anderes als ein kräftiger Anstieg, den wir heute gesehen haben. Eigentlich für den ganzen Tag hindurch ging es auch kontinuierlich nach oben. Das ist grundsätzlich erstmal positiv zu sehen. Wir haben hier unten auch so eine kleine Unterstützung bestätigt, die schauen wir uns nachher an. Aber man muss ja auch festhalten, der Juni war negativ, der Juli war negativ, also zwei Monatsbilanzen jetzt mit roten Vorzeichen liegen hinter uns. Und jetzt kommt ja eigentlich erst noch diese saisonal so kritische Phase, August, September, Oktober. Wird nicht leicht für den DAX, hier jetzt auch noch weiter zuzulegen, aber wir wollen mal nicht voreilig hier schon das Zepter an die Bären geben. Bevor ich jetzt hier weiter dann noch auf die Details eingehe, ihr kennt das schon. Natürlich erst einmal die Frage in die Runde: Wie schätzt ihr im Augenblick den DAX ein? Mit Blick auf die kommende Woche. Und da ist auch schon die Umfrage. Gerne mitmachen, einfach mal schnell das Bauchgefühl sprechen lassen. Steigt der DAX in den nächsten 5 Handelstagen oder fällt der DAX tendenziell? Wir hatten zuletzt 53% von euch, die gesagt haben, der DAX wird fallen. Und im Wochenvergleich hat er ja auch 13 Punkte abgegeben. Also so gerade eben recht behalten. Aber vor allen Dingen auch, wenn man jetzt den gestrigen Schlussstand noch genommen hätte, dann wäre es doch ein deutlicheres Minus gewesen. 12.251 Punkte haben wir jetzt auf der Uhr und 80% haben schon das Knöpfchen gedrückt. Das ist sehr gut. Und daher würde ich sagen, 3, 2, 1 und das war's gewesen. So, sehr eindeutig. Das finde ich wunderbar. 63% von euch sagen, der DAX wird nächste Woche tiefer stehen. 37% gehen von einer anhaltenden Erholung aus. Das ist ein sehr, sehr deutliches Statement und ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt in den letzten Webinaren auch. Seit der Jahresmitte ungefähr sind die Umfragenergebnisse, geben doch sehr gut eigentlich das wieder, wie sich dann der Markt auch in den nächsten 5 Handelstagen entwickelt. Das heißt also hier, es ist kein klassischer Kontraindikator, diese Sentimenterhebung hier im Webinar, sondern ihr seid da immer auf dem richtigen Dampfer unterwegs. Und das unterscheidet sich übrigens deutlich von der Ausgangslage noch in den ersten 6 Monaten, war es, wo es doch hier eher so den Charakter eines Kontraindikators hatte. Also 63% erwarten einen fallenden DAX in den nächsten 5 Handelstagen, damit klar bärisches Statement von euch. So, was haben wir uns für heute vorgenommen? 1. August, ich hatte schon gesagt, Feiertag, Bundesfeiertag in der Schweiz. Der SMI ja am Montag fest aus dem Handel gegangen, aber so viel nur am Rande, kann man sich auch mal anschauen. Ich bevorzuge nach wie vor eigentlich den ATX, also den österreichischen Leitindex, sind aber nur Randthemen. Mal gucken, ob wir dafür heute noch Zeit haben. Schwerpunktmäßig natürlich Stimmungsindikatoren, gucken wir uns gleich an. Termin der Woche ist jetzt am Freitag der Höhepunkt eigentlich, nämlich die US-Arbeitsmarktdaten. Wie ist es da um den Jobmarkt bestellt? Das gucken wir uns an. Euro, US-Dollar, Chaos hinterlässt Spuren. Dreimal darf man raten, welches Chaos ich hier meine. Dann die Hitzegewitter in Sicht bei den amerikanischen Börsen. Da seht ihr schon die am Rand. Ich habe wieder ein paar Statistiken mitgebracht, die man jetzt auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. DAX natürlich auch ähnliche Auswertungen gemacht. Und wir gucken uns einige Einzelwerte an. Apple, Siemens, Telekom, Infineon. Ein paar ausgesuchte DAX-Werte, die jetzt im Augenblick doch an unterschiedlichen wichtigen, Marken stehen und das sollte man jetzt zumindest mal auch im kurzfristigen Blickwinkel auf dem Schirm haben. So, schauen wir uns mal die Sentimenterhebung an in den USA. Ihr seht es hier für die Profi-Investoren die blaue Linie, wieder ein leichter Anstieg. Also amerikanische Fondsmanager sind wieder etwas optimistischer, was den amerikanischen Aktienmarkt angeht. Wir haben nach wie vor einfach zu viel Euphorie vorliegen. Aber das hindert ja auch den Index in den vergangenen Monaten nicht daran, weiter zu steigen. Schmälert so ein bisschen hier die Aussagekraft dieses Indikators, muss man ganz klar so festhalten.
Das ist ein bisschen doch ja, negativ zu sehen, dass hier diese Sentiment-Umfrage der amerikanischen Fondsmanager eigentlich ja, nicht mehr so zuverlässig, auch als Kontrasignal funktioniert, denn diese Euphorie hält offenbar kaum einen Investor davon ab, auch weiter am amerikanischen Aktienmarkt investiert zu bleiben. Und dieser Index zieht eben auch weiter an. Ihr seht hier die grüne Linie. Die Kleinanleger, da hatten wir in der vergangenen Woche einen kräftigen Anstieg hier im Bullenlager gesehen. Das ist jetzt etwas zurückgegangen. Es sind wesentlich, also es sind ein paar Leute wieder eher neutral positioniert, also warten zunächst einmal ab. Und wenn man sich das Ganze hier einfach mal grundsätzlich anschaut, ihr seht, dass 41% der amerikanischen Kleinanleger sind neutral positioniert. Das heißt also, viele sind an der Seitenlinie, warten einfach ab, in welche Richtung sich jetzt der Markt dann entwickeln wird. Jetzt im August, September, Oktober ist ja wirklich so ein kleiner neuralgischer Punkt. Und dann dürfte dieses neutrale Lager hier deutlich schrumpfen in den kommenden Wochen. Davon gehe ich aus. Entweder ins Bärenlager oder ins bullische Lager. Was kann man darauf ableiten, wenn man so viele neutral positionierte Anleger hat? Ganz klar, kommt es zu einem neuen Trendimpuls, dann dürfte der relativ stark ausfallen. Nämlich, ist ganz klar, dann positionieren sich nämlich alle diese kleinen Anleger in diese Richtung und verstärken damit den Trend. Deshalb ist hier durchaus, ja, ich sag mal, Potenzial in die eine oder andere Richtung jetzt schon vorhanden. In Deutschland hier das Sentiment der Börse Frankfurt, ihr seht es, die Institutionellen sind wieder leicht optimistischer geworden, sind sogar leicht positiv jetzt nach der Korrektur von knapp 6%, also 5,5% beim DAX ausgehend vom Rekordhoch. Kleinanleger bleiben nach wie vor zurückhaltend, hier der gelbe Balken nach wie vor im Minus. Das bedeutet letztlich, ja, durchwachsenes Bild insgesamt. Man wartet mehr oder weniger ab, in welche Richtung sich jetzt die Märkte entscheiden. Und das dürfte dann auch eine etwas nachhaltigere, kräftigere Bewegung sein. Gibt ja auch sehr viel, was im Augenblick so auf dem Spiel steht. Ihr habt es ja mitbekommen, der DAX hängt zunächst einmal im Dieseldunst fest, kann man ja so sagen. Morgen haben wir ja das große Treffen in Berlin, Richtungsentscheidung für die Autobranche. Es gibt da ganz unterschiedliche Ausgangsbasis. Die Autobranche selbst sagt, Software-Update wird eigentlich schon reichen. Verbraucherschützer sagen, Rückrufe sind Pflicht und Nachrüstungen muss es auch auf jeden Fall geben. Bei der Bundesregierung hat man noch nicht so eine richtig gemeinsame Position im Augenblick sich festgelegt. Die Autobundesländer schlagen sogar vor, dass man vielleicht steuerliche Anreize schaffen könnte, eine Klimaprämie, irgendwelche Förderungen für die angeschlagene Autoindustrie. Man muss einfach wissen, die deutsche Autoindustrie ist sehr gut mit der Politik verdrahtet. Und naja, auch die Politik weiß natürlich, dass man da jetzt vorsichtig sein muss. Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland hängt direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie zusammen. Und wenn man da jetzt zu stark auf die Branche einschlägt, dann könnte das doch für schlechte Stimmung sorgen und unter Umständen eben dann auch einige Wählerstimmen kosten. Es geht sich letztlich nur darum, ja, was kann man den Wählern zumuten oder nicht, wie sind da die strategischen Ausrichtungen, was kann man da wirklich einfordern. Und deshalb morgen mal darauf achten, Daimler, BMW, VW, wird ein spannender Tag, was da aus Berlin tatsächlich kommen wird an Nachrichten, ob es überhaupt schon Entscheidungen gibt oder ob man sich einfach nur zusammensetzt. Ich meine gelesen zu haben, es sind sowieso nur 2 Stunden dafür angesetzt mit 20 Gesprächsteilnehmern, kann sich jeder selbst ausrechnen, dass dabei nichts zustande kommen wird. Aber wichtig natürlich, auch ausländische Investoren achten natürlich darauf, wie denn sich die Bundesregierung hier positionieren wird. Viele haben einfach noch im Hinterkopf diese überraschende Energiewende von vor ein paar Jahren. Das hat ja nicht nur die E.ON und RWE Kleinaktionäre durchgeschüttelt, sondern natürlich auch über Nacht viele ausländische Investoren auf den falschen Fuß erwischt. Und so ein Strategieschwenk droht natürlich mehr oder weniger auch ein bisschen für den Autobereich. Und deshalb haben sich auch in den vergangenen Tagen sehr viele ausländische Investoren aus dem DAX zurückgezogen. Wir haben sehr, sehr hohe Umsätze gesehen, 4 Milliarden Euro pro Tag, zum Teil sogar am vergangenen Freitag. Das heißt also, diese korrektive Bewegung, die wir ausgehend vom Rekordhoch bisher gesehen haben, die war durchaus auch volumenunterlegt gewesen. Ne? Das waren nicht ein paar Kleinanleger, die ausgestiegen sind, sondern auch relativ große Investoren. Und man muss einfach wissen, 63% des DAX befinden sich in ausländischen Händen. Ja, das heißt also, die
ausländischen Investoren bestimmen mehr oder weniger, wohin es mit dem DAX geht und nicht die deutschen Anleger. Und da sind einfach die Signale, die man da jetzt auch sendet, dann aus Berlin natürlich entscheidend. Wie die aufgenommen werden, das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Naja, typisch deutsch, es geht sich mal wieder Fokus schwerpunktmäßig auf der Suche nach dem Schuldigen der Krise, aber ich sag mal so, Antworten auf die immer größere Konkurrenz aus Asien und Amerika, Stichwort Tesla, die werden ja nicht erarbeitet. Es ist traurig, wie es da mal wieder weitergeht, aber so läuft das hier halt. Gut, das nochmal am Rande. Gucken wir uns die Termine an. Da ist soweit jetzt erst einmal alles abgearbeitet. Ihr seht, das EZB und FED tagen erst wieder am 27. September. Bis dahin vergeht viel Zeit. Da wird jetzt mal nicht von den Notenbanken jetzt direkt zu erwarten sein. So, dann haben wir natürlich den Terminkalender. Ich hole ihn hier mal rein und stelle noch schnell den Filter auch entsprechend rein. Dann kommt gerade die Frage, wo ich das her habe. Das ist der von investing.com. Nutze ich eigentlich sehr gerne diesen Terminkalender, weil man den auch individuell schön einstellen kann. Mit einer super Filterfunktion. Dann kann man sich auch wirklich die wichtigen Sachen anzeigen lassen. Das mache ich jetzt mal gerade. Und da seht ihr dann auch schon für diese Woche die wichtigen Sachen, auf die man jetzt noch zu achten hat. Also, Dienstag hat schon gesagt, Nationalfeiertag in der Schweiz, Arbeitslosenquote in Deutschland heute reingekommen, auch soweit ganz ordentlich. Einkaufsmanager-Index in den USA, ISM-Index 56,3 Punkte. Ein bisschen schwächer als erwartet, lag gleich unter den Prognosen, aber alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Morgen schon mal drauf achten, 14.15 Uhr, ADP, Non-Farm Jobs, die hier gemeldet werden, also Anzahl der außerhalb der Landwirtschaft, der in der Privatwirtschaft geschaffenen Arbeitsplätze. 185.000 werden erwartet. 158.000 waren es zuvor gewesen. Das gibt schon mal eine erste Indikation für den Höhepunkt der Woche, und zwar hier am Freitag um 14.30 Uhr natürlich die amerikanischen Arbeitsmarktdaten. 183.000 liegen hier in der Prognose im Augenblick nach 222.000 zuvor. Und ihr seht hier zum Beispiel die jüngste Entwicklung der amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Wir haben also hier wieder einen Anstieg gesehen, zuletzt hier auf 222.000, haben uns davon wieder deutlich erholt hier von dem Tief, was wir im April gesehen hatten, von 79.000. Also am amerikanischen Arbeitsmarkt werden wieder kräftig Stellen geschaffen. Und wie gesagt, die Konsensschätzungen liegen jetzt auch bei 183.000, also auf einem nach wie vor erhöhten Niveau. Das sieht soweit robust aus. Wenn die Daten so reinkommen, könnte das wieder so ein bisschen hindeuten, dass es in der amerikanischen Wirtschaft auch aufwärts geht. Die Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal haben wir ja auch zuletzt reinbekommen. 2,6% waren es gewesen, auf das Jahr hochgerechnet. Muss man dazu sagen, wenn man es auf das Quartal runterbrechnet, 0,6%, also ähnlich stark wie in Europa auch schon. Und sollten die Arbeitsmarktdaten hier gut ausfallen, vielleicht auch ein bisschen über den Prognosen reinkommen, dann steigen natürlich tendenziell wieder die Chancen auf eine mögliche Zinserhöhung in den kommenden Monaten, zumindest mal auf der letzten Sitzung dann im Dezember. Arbeitslosenquote 4,3% erwartet. Das beschließt so ein bisschen dann die Handelswoche. Das wird nochmal wichtig, dann wie gesagt, Freitag 14.30 Uhr vormerken. Größere Abweichungen führen gerne auch schon mal zu kräftigeren Bewegungen am Devisen- und Aktienmarkt. Also, das ist der Höhepunkt. Und ja, gucken wir mal kurz zurück, wie ist die Ausgangslage, Indexübersicht nach 7 Monaten. Weit oben hier nach wie vor die Technologieaktien, also der Tech-DAX, 24% zugelegt, entwickelte sich auch relativ gut, sehr robust hier wieder im Juli, wo ja der DAX nachgegeben hat. Hier unten der DAX-K, DAX-Kursindex, 1,7% verloren. Der DAX-Performance-Index hier ein bisschen abgegeben, lag ja schon zwischenzeitlich rund 12% im Gewinn, jetzt sind wir noch bei 5,5%. Ist so ein bisschen durchgereicht worden nach unten. Ihr seht hier die überdurchschnittlichen Verluste auch im Juli von 1,7%. Sind nur wenige Indizes weltweit, die ähnlich kräftig verloren haben, also zum Beispiel die Transportaktien noch in den USA. Aber ansonsten
Ich gucke dann in die Fragenbox rein. Ja, Apple kommt heute auch mit Zahlen, gehe ich gleich noch genauer drauf ein. DAX Performance Index, wie gesagt, jetzt nur noch im unteren Mittelfeld zu finden. In der Performance-Übersicht auch hier der Abstand zur 200-Tage-Linie auf knapp 7% jetzt geschrumpft. Vielfältige Gründe, natürlich die Euro-Stärke, ist ganz klar, hatte ich ja schon thematisiert. Die belastet natürlich den europäischen Export, beziehungsweise natürlich nicht den europäischen, den Export der deutschen Unternehmen. Es gibt hier eine Berechnung, ich glaube von Morgan Stanley, die haben gesagt, ein 10%iger Kursanstieg des Euro führt dazu, dass die Konzerngewinne um 5 bis 8% sinken und das Wachstum im Folgejahr ungefähr 0,7% schwächer ausfällt. Ja, also durchaus Bremseffekte, und man hat es ja auch schon gesehen. SAP hat ja auch schon gesagt, es gibt dämpfende Effekte wahrscheinlich in den kommenden Monaten aufgrund des starken Euro. Infineon hat auch seine Prognose nach oben genommen. Die rechnen, glaube ich, jetzt mit einem Kurs von 1,15 und haben sich da auch ein bisschen bedeckter zum Ausblick geäußert. Und das ist eigentlich so der Tenor, den auch die anderen Unternehmen in Deutschland sicherlich anschlagen werden. Die Euro-Stärke hat einfach viele überrascht. Und dazu kommt, wie gesagt, natürlich noch dieser ganze Autos-Dieselskandal. Ich glaube, die gesamten Autoindustrie, also BMW, Daimler, VW, Continental, Infineon, weisen insgesamt ein Gewicht in den DAX von gut 17% auf. Und ja, das drückt natürlich dann auch nochmal den Index entsprechend. Ja, damit gehen wir mal rüber hier zum Hauptthemenblock für heute, und zwar dem Ausblick natürlich. Der interessiert ja am meisten. Dow Jones in Nachwahljahren, und das ist so ein Chart, den man auf jeden Fall sich jetzt merken sollte. Wir haben ja den US-Präsidentschaftszyklus, diesen vierjährigen Zyklus, und der hat ja auch in den vergangenen Jahren an den amerikanischen Aktienmärkten immer sehr gut funktioniert. Und ihr seht es hier, dass in Nachwahljahren, und dieses Muster gilt ja auch relativ gut im Augenblick für 2017 schon, durchaus wir eine schöne Aufwärtsbewegung haben von März bis in den August hinein, aber der August durchaus den Charakter einer Topping-Bildungsphase hat. Ja. Also die Kurse steigen hier im Spätsommer nicht mehr weiter, und es kommt eben dann häufig in Nachwahljahren hier zu einer korrektiven Bewegung, die bis Ende Oktober anhält. Das also schon mal, wenn man sich die Nachwahljahre nur betrachtet, den amerikanischen Präsidentschaftszyklus, dann sind wir jetzt hier oben an einem Scheitelpunkt angekommen, von dem aus durchaus mal mit fallenden Kursen zu rechnen ist. Das ist, wie gesagt, nicht nur ein Phänomen, das sich auf Nachwahljahre beschränkt, sondern das Ganze kann man noch erweitern, eben auf den Dekadenzyklus. Dekadenzyklus meint eben, solche bestimmten Jahre, also zum Beispiel runde Jahre 2000, 2010, 2020, dann gibt es eben auch noch 7er Jahre, auch ein bekannter Dekadenzyklus, und das ist hier zum Beispiel der durchschnittliche Verlauf in 7er Jahren, und auch hier die gleiche Entwicklung. Ihr seht es, Ende Juli bilden die Märkte im Durchschnitt in 7er Jahren einen Top aus. Ausgehend von dem kommt es dann häufig zu einer deutlichen Korrektur. August, September, vor allem im Oktober, mit scharfen Rücksetzern. Das sind, wie gesagt, Durchschnittsverläufe. Es gibt natürlich immer wieder auch Abweichungen von diesen Durchschnittsverläufen, aber so in der groben Orientierung taugen die doch eigentlich relativ gut, um eben auch zum Beispiel ja, die Risikokomponente im Depot entsprechend zu adjustieren, also gehe ich mehr oder weniger Risiko ein. Und wenn ihr euch beide Charts einfach mal anschaut, also hier den Präsidentschaftszyklus mit der Topbildung im August und der Korrektur bis in den Oktober hinein und das 7er-Jahr-Zyklus, also das Dekadenzyklus, wenn man beide übereinander legt, dann heißt es doch relativ eindeutig, wir haben jetzt einen Top an den amerikanischen Aktienmärkten, sehen wir jetzt oder haben wir schon gesehen, und von jetzt an geht es in den nächsten 3 Monaten eigentlich nur noch abwärts. Wenn man sich diesen beiden Muster nochmal überlagert, dann kann man das natürlich noch ein bisschen genauer berechnen, nicht nur hier auf Basis dieser Durchschnittsverläufe, sondern das Ganze kann man natürlich noch erweitern, indem man das Ganze auch noch ausrechnet. Und das haben hier zum Beispiel die Analysten der HSBC gemacht. Und das ist ganz erstaunlich, was hier wirklich für Zahlen dann auch herauskommt. Also wenn ich zum Beispiel in 7er Jahren investiere, also wie zum Beispiel 1997, 2007 und eben jetzt 2017, dann ist es
sehr häufig so gewesen, dass die Gewinne des ersten Halbjahres komplett ausradiert wurden. Ihr seht hier den Investitionszeitraum, also August, September, Oktober, die kritischen 3 Monate. Und hier die Gewinnwahrscheinlichkeit und die durchschnittliche Rendite in diesen Monaten in 7er-Jahren. Das hier sind die entsprechenden Werte und die lassen doch aufhorchen. 33% Gewinnwahrscheinlichkeit im August noch, 41% im September und vor allen Dingen nur noch 17% im Oktober. 17%, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn langfristig steigen ja die Märkte. Ja, und wenn wir hier nur eine Gewinnwahrscheinlichkeit, eine Trefferquote von 17% haben, dann ist das sehr, sehr schlecht. Ja, es gibt dann eigentlich ja, kein klares Warnsignal mehr. Wir haben eine durchschnittliche Rendite in 7er-Jahren im Oktober von minus 7,5%. Wer in diesem Zeitraum angelegt hat, ja, also 100.000 Euro, das ist hier mal eine Beispielberechnung gemacht hat, und das Geld in 7er-Jahren im August, September und Oktober in den Dow Jones investiert hat, hat jetzt noch hat 3/4 seiner Ursprungsinvestition verloren. Also aus 100.000 Dollar wurden jetzt nur noch 24.000 Dollar. Wie gesagt, das vor dem Hintergrund, dass die amerikanischen Aktienmärkte ja langfristig steigen. Da ist das umso überraschender, wie klar negativ doch ja, dieser Zeitraum in 7er-Jahren ausgeprägt. In Nachfalljahren ist es nicht ganz so deutlich, aber immer noch klar negativ. Ne? Aus 100.000 Dollar wurden zum Beispiel gute 41.000 Dollar. Also hat man auch klar Geld verloren. Wenn man jetzt beides zusammenmischt, dann kann man sich vorstellen, ist das Ergebnis ebenfalls eindeutig negativ. Wie gesagt, das sind nur Wahrscheinlichkeiten, mit denen man hier operiert. Aber, und es kann auch in jedem Jahr immer mal anders sein, natürlich auch 2017, es kann überraschende Ankündigungen der Notenbanken geben oder seitens fiskalpolitischer Impulse, alles möglich. Aber wenn man jetzt hier einfach mal die Durchschnittsverläufe zugrunde legt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit zumindest mal sehr hoch, dass wir jetzt ein Markthoch gesehen haben am amerikanischen Aktienmarkt. Und es gilt ja die Regel, wenn die amerikanischen Indizes ein Hoch ausgebildet haben und dann korrigieren, dann ist das auch umso deutlicher merkt man das später auch beim DAX bzw. Anschließend. Der DAX macht doch Korrekturen der amerikanischen Indizes immer überdurchschnittlich stark mit. Auch wenn wir jetzt schon seit dem Hoch rund 5,5% verloren haben, ist das Risiko doch deutlich erhöht einzuschätzen, dass dann auch der DAX entsprechend stark darunter leiden würde. Wenn ich schon den DAX anspreche, runden wir diese ganzen statistischen Teile gerade mal ab. Auch hier eine Grafik, ebenfalls interessant. Wir hatten ja, die untersucht einfach, wie entwickelte sich der DAX im Durchschnitt, wenn es einen positiven Jahresauftakt gegeben hat, also einen positiven Januar, die ersten 4 Wochen, oder wenn der Januar negativ verlaufen ist. Das ist hier die rote Linie, Januar negativ oder positiver Jahresauftakt, grüne Linie. Und wir haben ja 2017 leicht positiv das Jahr eröffnet im Januar. Das heißt, maßgeblich ist für uns hier die grüne Linie. Und ihr seht auch hier in Orange, das ist der Verlauf des DAX in 2017, der ähnelt sehr stark diesem grünen Durchschnittsverlauf. Und das Interessante daran ist wiederum, dass der Markt im Zeitraum von Juli bis Oktober zu einer wesentlich kräftigeren Schwäche neigt, wenn der Januar positiv verlaufen ist. Ihr seht hier diese grüne Linie, fällt wesentlich deutlicher nach unten, als wenn wir hier einen schwachen Jahresauftakt gesehen haben. Es ist sogar eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegeben, wenn der August negativ verlaufen ist, dann wird auch der September negativ verlaufen. Das war 1990 so, 92, 98, 2001, 2011, 2015. In Mitte sackte der DAX um ungefähr 20% ab. Ja, das muss man auch wissen. Also haben wir schon mal ein Polster uns zurechtgelegt in den ersten 7 Monaten, dann kommt es doch häufig dazu, dass wir hier einen Großteil dieser Gewinne wieder abgeben, wenn der Januar positiv verlaufen ist. Also auch diese Phase hier mit berücksichtigen. Und die könnte natürlich umso stärker durchschlagen, wenn es dann auch noch in den USA entsprechend rappelt. Und abschließend noch,
das Ganze für den DAX. Ich habe mich hier mal richtig reingearbeitet und habe mir alle unterjährigen Rückschläge im DAX seit 1988 angeschaut. Also wie stark oder wann begann eigentlich eine korrektive Phase beim DAX? Das zeigen hier die ersten drei bzw. vier Spalten, damit man auch so ein bisschen den Zeitraum und die Monate einmal abgreifen kann. Und danach dann mal ausgerechnet, um wie viel korrigierte eigentlich der DAX im Jahr. Also die maximalen Rückschläge sind hier ausgewertet. Das ist hier Korrektur in Prozent, das ist eine wichtige Spalte. Gucken wir uns erstmal hier die Monate an, ebenfalls sehr interessant. In 60% der Fälle bildete der Markt das Tief in der zweiten Jahreshälfte aus. Und schwerpunktmäßig war das im September und Oktober der Fall gewesen. Das seht ihr hier, habe ich rot markiert. So, interessant ist aber hier vor allen Dingen der durchschnittliche Rückschlag, zu dem es in jedem Jahr eigentlich gekommen ist, der liegt bei rund 21%, der Median bei ungefähr 18%. Das heißt also, im Durchschnitt korrigierte der DAX unterjährig um rund 20% seit 1988. Es gab bisher nur 3 Jahre, wo wir um weniger als 10% korrigiert haben. Seht ihr hier, 1993 waren 7%, 96, 5,5%. 2005 gute 7%. Wir haben in diesem Jahr 5,6%. Ja, seht ihr hier unten 2017. Das wäre also ein außergewöhnlich niedriger Rückgang nur. Und wenn man hier einfach auch nur mal annehmen würde, der DAX würde ähnlich wie in den vergangenen Jahren so um die 15% korrigieren, dann würde uns das ungefähr in einem Bereich von rund, jetzt muss ich mir gerade überlegen, das habe ich ausgerechnet, 11.000 Punkten führen. Also einer relativ wichtigen runden Marke, die daran führen, korrigiert der DAX einfach nur mal im Rahmen des statistischen Durchschnitts, also 20%, dann landen wir sehr schnell im Bereich von 10.300 Punkten. Das heißt jetzt nicht, 10.300 Punkte, das ist das Kursziel für den DAX oder das Jahrestief, aber das wäre zumindest mal durchschnittlich zu erwarten. Das hier sind noch weitere Auswertungen. Performance im ersten Halbjahr, Performance im zweiten Halbjahr, seht ihr auch das erste Halbjahr. War zuletzt doch häufig etwas besser gewesen. Im Gesamtjahr ist hier die Rendite im Durchschnitt bei rund 8,8% seit 1988. Aber das ist vor allem hier die Korrektur, Rückschlagsrisiko, das ist die entscheidende Spalte. Und da haben wir jetzt noch nicht ja, so viel ausgeschöpft, wie man eigentlich erwarten würde in einem durchschnittlichen Jahr. Gut, jetzt haben wir schon viel über die amerikanischen Aktienmärkte gesprochen. Ich habe euch ordentlich Angst gemacht. Dann gucken wir uns einfach mal den amerikanischen Index noch mal schnell an, also hier den S&P 500. Hat sich nicht so viel getan. Ich hatte ja vor einer Woche schon gesagt, maximal 2.500 Punkte auf der Oberseite wären noch möglich. Ja, das ist auch im Augenblick das Potenzial, was hier diese obere Trendlinie noch zulässt. Aber ihr seht es, so ein bisschen Topping-Charakter könnten wir jetzt hier haben. Der Trend ist nach wie vor vollkommen intakt, gar keine Diskussion. Die ganzen saisonalen Vorgaben, also Stichwort Präsidentschaftszyklus, Dekadenzyklus, sprechen zumindest mal für jetzt eine vorliegende Hochpunkt, den wir jetzt dann hier auch gesehen haben, vielleicht schon. Unterstützung für den S&P nach wie vor sehr gut hier im Bereich der 2.400, der verläuft die Unterseite des Aufwärtstrends. Beziehungsweise dann auch als Trendlinie und dann hier noch eine sehr solide horizontale Unterstützung. 2.400 Punkte entsprechen einem Rückschlagspotenzial von gerade mal 3%. Bis zur 200-Tage-Linie wären es 6%. Und auch das wäre überhaupt noch nicht dramatisch. Ja. Verluste von 6% müssen in jedem Jahr einfach mal einkalkuliert werden. Das hatte ich ja gerade in der letzten Folie gezeigt beim DAX. Das würde uns hier zur 200-Tage-Linie führen und das wäre zumindest mal doch ein relativ gutes Kursziel auf Sicht der nächsten Wochen. Wurde übrigens auch hier bestätigt, zuletzt im November exakt die 200 Tage. Also das sind die Nachkaufzonen, potenzielle Nachkaufzonen 2.400 oder noch besser eigentlich die 2.330, das ist im Augenblick die 200 Tage Linie, natürlich Tendenz weiter steigend. So, dann gucken wir uns Technologieaktien an, da kamen nämlich auch gerade schon ein paar Fragen zu rein. Und charten euch mir gerade mal auf und dann zu. So, Apple, genau, heute Abend Apple kommen Zahlen rein. Wichtig natürlich, Apple aufgrund seiner breiten Aufstellung der ganzen Zulieferindustrie, der enormen Nachfrage auch ein Gradmesser
für den Tech-Sektor sowieso. Also werden die Apple-Zahlen natürlich Auswirkungen haben morgen auf den Verlauf von Dialog Semiconductor, natürlich auch auf viele andere asiatische Zulieferfirmen. Aber gucken wir uns einfach mal die Zahlen an, das wird erwartet. So, die Aktie, 30% zugelegt seit Jahresanfang, einer der besten Titel in Dow Jones. Börsenwert 730 Milliarden Dollar, wertvollstes Unternehmen der Welt. Schon mal eine Ansage. Ne? Ist die Frage, sind diese Vorschusslorbeeren gerechtfertigt, ja oder nein? Die Antwort gibt es heute um 22.30 Uhr. Was wird erwartet? Für das abgelaufene Quartal 44,9 Milliarden Dollar. Anstieg von 6% in Aussicht gestellt. Also knapp 45 Milliarden. September-Quartal sind die Prognosen im Augenblick bei knapp 50 Milliarden, also 49,2 Milliarden Dollar. Einfach hier auch schon mal wissen, ne, was erwartet man im Augenblick für das September-Quartal. Gewinn je Aktie, 1,57 Dollar werden erwartet für das abgeschlossene Quartal. Für das nächste Quartal 1,81 Dollar. Das sind die Prognosen. Die Analysten sind im Augenblick durchweg bullisch gestimmt für die Aktie. 11 auf Strong Buy, 22% empfehlen die Aktie weiter zum Kauf, 12 auf Halten, keine Verkaufsempfehlung. Kursziel durchschnittlich 161 Dollar. Marge natürlich des Unternehmens, gar keine Frage, 27%, super aufgestellt. Man verdient nach wie vor prächtig mit dem iPhone. Zuletzt sind, glaube ich, die Analysten, amerikanisches Analystenhaus, ist ein bisschen skeptischer geworden für Apple zuletzt, die haben JP Morgan war es gewesen, die haben die Absatzprognose für das iPhone ein bisschen runtergegangen, erwarten im September-Quartal nur noch 9 Millionen Verkäufe, von 9 Millionen auf 2 Millionen Verkäufe. Naja, die entscheidende Frage ist einfach, ja, wird Apple im Herbst tatsächlich ein neues iPhone vorstellen und welche Features hat es? Ja? Wird es wirklich so gut sein, dass es den, das Weihnachtsgeschäft richtig ankommt? Von der Bewertungsseite her nach wie vor keine Frage, KGV 14,5. Abzüglich des hohen Netto-Cash-Betrags 250 Milliarden liegen in der Firmenkasse. Das kann für alles Mögliche verwendet werden, Aktienrückkäufe, Dividenden. Das sichert die Aktie natürlich auch nach unten ab. Haben wir nur noch ein KGV von knapp 12, liegt natürlich deutlich unter dem Gesamtmarktniveau. Also bewertungsmäßig sehr interessant die Apple-Aktie, keine Frage. Und damit ist auch das Rückschlagspotenzial eher mal begrenzt. Technische Ausgangslage. Wir haben hier jetzt im Augenblick so etwas die, ja, die Gefahr, dass wir hier das erste Hoch nicht mehr gehalten haben. Das ist jetzt hier im Wochenchart. Ich muss auch mal gerade sehen, dass wir nicht mehr umstellen. Entschuldigung. Auf Tageschart. Dann ist das Ganze auch fein aufgelöst und die Durchschnittslinien sind dann auf allen auch wichtig. Also, ihr seht es hier, das erste Hoch, das wir hier im Mai ausgebildet haben, das konnten wir zuletzt nicht mehr übertreffen. Wir haben jetzt hier ein bisschen den Charakter eines niedrigeren Hochpunktes. Ich zeichne das hier mal beispielhaft ein. Ja, das ist ein bisschen die Tendenz eines niedrigeren Hochpunktes. Kann schon mal ein erstes Signal für ein Misstrauen im Markt sein. So, die Aktie ist aber auch noch ganz gut unterstützt. Hier unten im Bereich der 141, 142 Dollar bzw. 137 Dollar ist die nächste Unterstützung. Die 200-Tage-Linie kommt hier auch schon entgegengeflogen bei rund 133 Dollar. Ja, das sind also hier als die Apple-Aktie nach unten ganz gut abgesichert. Ihr seht hier die Relevanz der 200-Tage-Linie im September und November. Ein Rücklauf daran wurde gekauft. Damit ist die Einschätzung für die Apple-Aktie im Augenblick immer noch positiv, mittelfristig gesehen, denn der übergeordnete Trend weist nach oben. Im kurzfristigen Bereich wäre ich etwas vorsichtig, dadurch, dass wir hier einfach das jüngste Hoch nicht rausgenommen haben von Mai, Juni, ist die Gefahr auch hier gegeben, dass wir so ein bisschen einen Topping-Charakter haben. Und wenn ihr euch noch die anderen großen amerikanischen Aktien anschaut, also diese Fang-Aktien, dann sieht man auch hier, dass die zuletzt doch schon ein bisschen deutlicher korrigiert haben. Ich hole Ihnen mal den Nasdaq 100 rein. Da seht ihr, dass die Rückschläge und damit eben diese Minustage hier und somit die Tage mit einer relativ einer großen schwarzen Kerze sind doch zuletzt ein bisschen häufiger zu beobachten gewesen. Ja, auch hier schon Hochpunkt zuletzt nicht mehr erreicht, deutlicher Rückschlag. Wir haben
einige Aktien wie Facebook, die ausgehend vom Hoch schon 3,5% verloren haben. Apple, wie gesagt, 3,5%. Amazon hat 9% schon eingebüßt. Netflix 5%. Alphabet 6%. Also diese ganze Fang-Hype, die man noch lange gesehen hat, der könnte im Augenblick auf der Kippe stehen und das Ganze sich ja, wenden, das Blatt. Und auch das würde ja dafür sprechen, dass wir jetzt einen Hochpunkt am amerikanischen Aktienmarkt gesehen haben. Und das würde natürlich dann auch bedeuten, dass wir hier bei Apple entsprechend die Unterstützung dann bald in Anspruch nehmen. Aber selbst mal hier so eine Korrektur gesehen im Bereich von 123 wäre noch akzeptabel. Achtet darauf. Ne? Hier, wie gesagt, die nächsten Unterstützungen wieder schon. Zahlen, ich gucke gerade in die Fragenbox nochmal rein. Eastern Time, 23 Uhr, schreibt hier jemand, dass die Apple-Zahlen kommen. Also, ich habe heute 22:30 gelesen, aber lass mich da durchaus eines Besseren belehren. Also, auf jeden Fall heute irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr kommen die Apple-Zahlen. So viel steht zumindest mal fest. Und sie werden Auskunft darüber geben, wirklich, wie es auch im ganzen Technologiebereich weitergeht. Microsoft war auch noch eine Frage gewesen, wie es da aussieht. Ja, ebenfalls Trend klar nach oben gerichtet, seht ihr hier. Trendlinien sind positiv einzuschätzen. Sieht soweit auch noch gut aus. Ich muss mal eben hier den Chart noch etwas aktualisieren. Gucken wir uns das Ganze mal an, ob wir hier Parallellinien einzeichnen können. Jawohl, auf der Unterseite ist das gegeben. Mit Parallellinien meine ich Linien, die einen gleichen Anstiegswinkel aufweisen, wie hier diese langfristigen Linien, die ich hier eingezeichnet habe, diese grün gestrichen. So, wenn das im kurzfristigen Bereich vorliegt, dann ist die Relevanz dieser Linien natürlich erhöht, ja? Denn einfach dieser Anstiegswinkel, dieser Anstiegstempo, hat offenbar eine besondere Bedeutung bei der Aktie. Ich möchte das mal im Deutschen umschreiben. Also Parallellinien konnten wir anlegen hier auf der Unterseite. Auf der Oberseite ist es ein bisschen schwierig, das hier wirklich schon etwas gekünstelt. Lassen wir mal raus. Insgesamt der Trend hier noch positiv bei Amazon. Nächsten Unterstützungen haben wir hier vorliegen. Also das jüngste Juli-Tief zum Beispiel kann hier angeführt werden. Das hier sind keine richtig sauberen Unterstützungen. Ich zeichne sie einfach mal der Vollständigkeit halber auch noch ein. Das wäre so hier diese Region, 63. Also auch hier, ihr seht es schon, das hatte ich ja gerade auch erwähnt, aus den Schwergewichten wird ein bisschen Kapital abgezogen, aus den jüngsten Hochs. Noch nicht ganz so deutlich wie bei Apple, aber auch hier bei Microsoft, ne, haben wir schon mal leicht die Tendenz, dass hier ein Hochpunkt erreicht wurde. Ja, unterstützt das Ganze hier an der ersten Trendlinie 69,50, darunter 68 Euro. 200-Tage-Linie spielte bei Microsoft in der Vergangenheit nicht ganz so eine große Rolle. Ihr seht hier, die violette Linie wurde hier mal gekauft, hier wurde sie doch relativ deutlich wieder unterschritten. Also müssen wir uns eher mal orientieren hier an einem Aufwärtstrend, das wäre im Augenblick im Bereich von rund 62, 63 Dollar. Ja, das sind so die nächsten Unterstützungen bei Apple. Also übergeordnet, ebenfalls noch positiv. Aber auch hier natürlich, wenn wir eine Korrektur am Gesamtmarkt haben, wird sich auch Microsoft dem nicht entziehen können. Wichtig. Ja, und dann geht auch hier der Trend nach unten. Gut, dann kommen wir noch auf den nächsten Wert zu sprechen. Muss ich mal eben, Word wollte ich jetzt eigentlich nicht aufmachen, Tesla zu sprechen. Tesla ebenfalls natürlich interessant, kommt morgen Abend mit Quartalszahlen rein. Hier ist der Chart dazu. Ihr seht es. Auch hier wieder eine gleiche Tendenz wie gerade eben schon bei Apple. Erstes Hochrekord ausgebildet. Das jüngste Hoch lag schon deutlich unter dem vorherigen Hoch. Ja, also auch hier haben wir schon mal in Anführungszeichen eine kleine Tendenz zu fallenden Hochpunkten, liegt hier schon mal vor. Ja, unterstreicht so das Bild, was ich gerade auch schon bei den anderen Aktien angeführt hatte. 21-Tage-Linie wurde zuletzt gekauft hier Ende Juni. Die haben wir jetzt wieder angelaufen. Morgen kommen die Zahlen rein. 56 Milliarden Dollar, glaube ich, ist Tesla im Augenblick wert, also mehr als General Motors. Elon Musk muss jetzt mal zeigen, dass er das Ganze dann auch noch neue Fantasie am Leben halten kann. Wir haben hier einen Anstieg von 50% seit Januar. Das ist also eine ganze Menge. Mal gucken, was hier operativ passiert ist. Für das abgelaufene Quartal wird eine Umsatzverdopplung erwartet auf 2,5 Milliarden Dollar.
Ergebnis der Aktie bei minus 1,80 Dollar sind die Prognosen. Ja, das ist das, was gewesen ist. Natürlich interessiert den Markt, was noch sein wird. Ist die Frage, das Model 3, wie gut kommt das am Markt an? Angeblich gibt es Vorbestellungen von 500.000. Die Reichweite der aufgeladenen Batterie, hat man jetzt gelesen, soll 350 Kilometer betragen. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, aber natürlich kommt auch noch die Frage dazu, kann überhaupt Tesla das leisten? Also, Nachfrage ist das eine, aber kann Tesla vor allen Dingen auch ein Massenhersteller werden? Bisher hat man ja damit überhaupt noch gar keine Erfahrung. Man hat im Vergleich sehr, sehr wenig Autos hergestellt. Da müssen ja erstmal die ganze Zulieferindustrie auch aufgebaut werden. Der Produktionsprozess muss angepasst werden. Die Nachfrage, wo verkauft man eigentlich diese ganzen Autos? Wie kommen sie zum Kunden? Das sind ja ganz viele Fragen, die erst einmal beantwortet werden müssen. Es reicht nicht aus, hier einfach große Visionen rauszuposaunen. Musk hat schon viel erreicht, gar keine Frage, aber jetzt muss ich langsam zeigen, auch angesichts der Bewertung, ob das überhaupt noch gerechtfertigt ist. Seht ihr die kritische Tendenz, die sich hier abzeichnet, die mögliche Top-Bildungsgefahr, wie gesagt, möglich, ist noch gar nichts entschieden. Solange die Aktie über dem Ausbruchsniveau notiert von 285, 286 Dollar, ist alles noch in Butter. Ja, aber wenn wir hier wieder zurückfallen, dann ist das hier oben ein Fehlausbruch. Ja, und dann kann die Reise ganz schnell wieder hier runtergehen bis in den Bereich 180, 200 Dollar. Sehr spekulatives Ding, kann man sich auch anschauen. Tendenz im Augenblick kurzfristig eher negativ, langfristig noch leicht positiv, aber hier würde ich echt keine Wette mehr für riskieren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier sehr schnell wieder unter die 200 Tage fallen. Ja, Tesla kommt morgen Abend nach Börsenschluss mit Zahlen rein. Ich wage mich jetzt hier nicht festzulegen, wie viel Uhr morgen Abend nach Börsenschluss, also irgendwas zwischen 22 und 23 Uhr, sage ich mal. Das nur in der Vollständigkeit halber. Schulterkopf-Schulterformation kommt gerade die Frage bei Tesla. Es könnte so ein bisschen den Charakter haben, gucken wir uns das kurz an, so viel Zeit muss sein. Also was haben wir hier vorliegen? Einen ersten Hochpunkt hier, gefolgt von einem zweiten Hochpunkt. Hoffentlich treffe ich hier das Thema richtig. Das habe ich schon gesagt. Gefolgt von einem zweiten Hochpunkt hier oben und dieser zweite Hochpunkt hier oben. Na, Trade Signal. So, kopieren. Haben wir jetzt hier nochmal gesehen. Es sieht so ein bisschen nach Schulterkopf-Schulterformation aus. Ne? Ganz klar. Linke Schulterkopf, rechte Schulter. Was hier nicht so ganz passt, ist die Volumenentwicklung. Bei einer Schulterkopf-Schulterformation ganz wichtig zu wissen, muss die erste Schulter das höchste Volumen aufweisen. Hier haben wir einen Volumenanstieg, aber die zweite, der Kopf hier, hat nochmal ein höheres Volumen gesehen als hier an der linken Schulter. Und hier im Bereich der rechten Schulter haben wir wieder ein abflauendes Handelsvolumen. Das ist nicht so ganz idealtypisch, aber wenn man jetzt hier mal sagen würde, das hier war die linke Schulter mit dem Volumen, das hier der Kopf mit dem zweiten, da haben wir schon ein rückläufiges Volumen und hier der dritte Anstieg und damit die rechte Schulter hatten wir noch ein bisschen niedriges Volumen. Also das Volumen, ja, stimmt so ein bisschen für eine Schulterkopf-Schulter-Formation. Ist aber auch egal, was diese Formation oder welche, wie man die bezeichnet. Wichtig ist einfach, was hat die für eine Signalwirkung? Und ich hatte es ja gesagt, wenn der Markt hier drunter fällt, unter das Ausbruchsniveau von 285, dann haben wir einen Fehlausbruch. Dann nimmt man einfach die Höhe dieser Formation, 35%, das nach unten gespiegelt. Genau, und dann kommen wir genau dahin, was ich Ihnen gesagt hatte, 180 bis knapp 200 Dollar. Tesla-Zahlen 22,5, schreibt es gerade jemand. Besten Dank dafür. Und dann kommen wir hier unten in diese Region. Jo, einmal durchatmen. Das sind die amerikanischen Aktien. Und gucken wir uns jetzt den DAX an. Ja, was haben wir hier heute gesehen? Wer schon länger bei dem Webinar dabei ist, ich hatte es schon vor Wochen gesagt, ich hatte es schon vor Monaten gesagt, also im Mai schon, der DAX wird die Macron-Lücke schließen. Das hier war die Macron-Lücke, also die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, da haben wir ja hier beim DAX euphorisch mit reagiert, mit dem Kurssprung von 12,1 direkt auf 12,92. Und ihr habt gesagt, er wird diese Lücke schließen und er hat die Lücke geschlossen. Ja, war jetzt keine Hexerei gewesen, das haben viele andere auch gesagt.
Ich habe es aber auch klar immer gesagt, der DAX hat jede Aufwärtslücke seit Jahresbeginn geschlossen und er wird auch die Makronlücke schließen. Übrigens ganz witzig, der heutige Handelstag war so volatil gewesen, der DAX hat die gesamte Makronlücke heute abgehandelt. Hier, ne? Seht euch das mal an, das ist mal ein bisschen größer, das hier ist die Lücke, diese braunen Balken, das ist der heutige Handelstag. Also war ganz schöne Vola, die wir heute gesehen haben. So, damit hat der DAX zumindest mal die Pflicht auf der Unterseite geliefert, würde ich mal sagen. Lücke ist zu, ein Risikofaktor auf der Unterseite rausgegangen. Jetzt schreibt hier gerade jemand, der mir gesagt hatte, um 23 Uhr würde Apple heute Abend die Zahlen liefern. Um 23 Uhr ist die Analystenkonferenz. Die Zahlen kommen tatsächlich um 22.30 Uhr. Also, Zahlen von Apple sehr wahrscheinlich heute um 22.30 Uhr, Kommando zurück. Hätten wir das auch geklärt. Besten Dank aber trotzdem für den Hinweis nochmal. Gucken wir hier in den DAX rein. Also, das haben wir abgearbeitet. So, was ist jetzt zu erwarten? Ich hatte eben die Kursziele genannt für das durchschnittliche Rückschlagspotenzial. Das waren 20% gewesen. Nehmen wir einfach mal 15%, messen wir es einfach schnell aus. Hier oben das Maßband angesetzt an das Rekordhoch, 15% Korrektur, würden uns in den Bereich von knapp ja, so 11.000 Punkten führen. Ja, das ist hier die Zone, das war hier dieser starke Anstieg im Dezember gewesen. Wenn wir hier einfach mal sagen, 11.400 erachte ich, da kommt gerade die Frage rein, was sind so Korrekturniveaus, das wäre so ein erstes Ziel, dann hätten wir um rund 12% korrigiert. 10-12% ist schon mal eine ganz gute Hausmarke. Rücksetzer bis zur 200-Tage-Linie wären 8,5%. Die 200-Tage-Linie ist auch eigentlich das nächste Ziel, was man so auf der Unterseite sich auf die Fahne schreiben sollte. Eine Rückkehrbewegung an die 200-Tage-Linie durchaus normal. Und hier verläuft im Augenblick auch hier eine ganz gute Unterstützung, die 11.450, Entschuldigung, die 11.800, 11.850er Marke ist auch eine horizontale Nachkaufzone. Das ist dieser Bereich hier. Test der 200-Tage-Linie würde ich im kurzfristigen Bereich durchaus mal in Betracht ziehen. Korrigiert der DAX um 20%, dann kommen wir unten in den Bereich von rund 10.400 Punkten rein. 10.400 Punkten, ihr erinnert euch sicherlich, das waren hier so ein bisschen diese Verlaufstief, diese Seitwärtsbewegung vom Herbst, Winter vergangenen Jahres gewesen. Ja, dann würden wir die anlaufen, dann hätte der DAX die gesamte Trump-Euphorie mehr als ausgepreist. Also letztlich das dann gezeigt, was wir schon an den Devisenmärkten gesehen haben. So, long story short, der DAX befindet sich nach wie vor in einem Abwärtskanal. Ja, sieht man hier an den roten Linien, das hier ist der hochaufgelöste 15-Minuten-Chart. Das ist das, was im Trading-Bereich im Augenblick wichtig ist. 12.320 ist ein wichtiger Widerstand auf der Oberseite. Sollte der überwunden werden, das nächste Ziel 21-Tage-Linie, 12.400, horizontaler Verkaufsbereich. So, erst wenn der DAX die Abwärtstrendlinie hier bei 12.450 Punkten überwindet und damit auf die 21-Tage-Linie wieder deutlicher, ist er aus dem Abwärtskanal ausgebrochen und dann ist auch der kurzfristige Trendeinschätzung und damit die mittelfristige Trendeinschätzung wieder positiv oder sagen wir mal neutral positiv. Alles, was darunter passiert, heißt, Trendeinschätzung bleibt negativ. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit weiter fallender Kurse ist höher als die Wahrscheinlichkeit von steigenden Kursen. Bleibt der DAX unter 12.320, haben wir hier eine nächste Nachkaufzone 12.200, die ist aber nur sehr schwach. Wir haben hier unten ein kleines Doppeltief, ganz kleines ausgebildet bei 12.100. Ihr seht aber, die ist auch noch relativ schwach eigentlich. Der Trend ist abwärtsgerichtet. Ich gehe davon aus, dass wir unter die 12.100 bald wieder fallen. Dann ist die Unterseite dieses Abwärtskanals lässt im Augenblick, mein Gott, Trade Signal, das ist nicht zu glauben, wenn hier manchmal die Trendlinie hin und her springen. So, lässt die Unterseite des Kanals im Augenblick Platz bis ungefähr 12.040 Punkte. Und dann kommt einfach auch schon sehr schnell wie die 200-Tage-Linie spielen. Das heißt also, ich bleibe nach wie vor negativ für den DAX, solange er in dem Abwärtskanal bleibt, also im Augenblick unter 12.450. Deshalb sollte auch die heutige Erholung nur ein Strohfeuer sein. Und ihr seht es, wir haben noch nicht mal die 12.320 rausgenommen. Also schon mal, im ersten Widerstand sind wir schon mal dran gescheitert.
Kann man einen Einfluss der Wahlen in Deutschland absehen? Glaube ich nicht. Ich habe noch keine statistischen Untersuchungen dazu gemacht. Ich habe noch keine gelesen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Es kommt darauf an, welche Partei gewinnt. Ja, das wird dann ein bisschen frickelig, das wirklich sauber auch zu trennen und dann zu analysieren. Sollte es für Schwarz-Gelb reichen, würde ich mal sagen, ist das tendenziell positiv, dürfte das tendenziell positiv vom DAX aufgenommen werden. Ja, es ist dann eher eine wirtschaftsfreundliche Politik. Alle anderen Konstellationen dürfte der DAX kaum darauf reagieren. Das ist jetzt mal so meine spontane Einschätzung, die ich geben würde. Aber grundsätzlich ist der Effekt der Bundestagswahl auf den DAX verschwindend gering, glaube ich. Soweit möchte ich mit aus dem Fenster lehnen. Da ist der US-Präsidentschaftszyklus deutlich ausgeprägter. Eine Frage noch zum Euro-US-Dollar, der uns ja beschäftigt. Ich lag hier falsch bisher, muss ich ganz offen zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass Euro-US-Dollar hier oben ausbricht, aus dieser Seitwärts-Range von 1,1450 bis 1,17. Wir liegen jetzt hier bei 1,18. Jetzt ist die Frage, ist das ein nachhaltiger Ausbruch schon, ja oder nein? Also ich tue mich da nach wie vor schwer mit. Also ihr seht hier, wir sind an die Obergrenze dieses Aufwärtskanals lang gelaufen, das läuft bei 1,1850. Der Euro-US-Dollar ist massiv überhitzt. Ich möchte hier nochmal einen Chartgrafik zeigen. Abstand Euro-US-Dollar zur 200-Tage-Linie. Da sind wir jetzt bei 8,5%. Und 8,5%, nur mal zur Erinnerung, wurden aufgerufen, immer wenn ich hier diese horizontal punktierte Linie eingeführt habe. Und ihr seht es, das war immer an einem Hochpunkt gewesen von Euro-US-Dollar. Darauf folgte immer eine Euro-Schwäche und eine Dollar-Stärke. Wenn der DAX, Gottes Willen, ein Euro-US-Dollar um mehr als 8 bzw. 8,5%, wie jetzt über der 200-Tage-Linie notiert sind. Das verleitet mich im Augenblick auch wieder zu der Aussage, dass wir einen kleinen Fehlausbruch bei Euro-US-Dollar eigentlich sehen und eher mittelfristig eine Dollarstärke sehen sollten. Ich gebe das noch nicht so ganz auf und ich sage noch nicht, dass das hier ein nachhaltiger Ausbruch ist über die 1,18. Ich kann mich da täuschen, vollkommen klar, aber die statistische Wahrscheinlichkeit hier lässt doch eher mal eine bevorstehende Dollarstärke erwarten. Ja, das zum Euro-US-Dollar. Und wie gesagt, auch die EZB hat ja kein Interesse an einem starken Euro. Wenn Ausländer den DAX verkaufen, wieso denn starker Euro? Naja, also grundsätzlich muss man wissen, wenn ausländische Investoren, damit Investoren außerhalb der Eurozone, amerikanische Investoren zum Beispiel, den europäischen Aktienmarkt attraktiv finden und den DAX dann kaufen, dann müssen die natürlich Devisen unter Umständen umschichten und dann DAX, Quatsch, den Euro nachfragen. Das gleiche gilt auch, wenn ich zum Beispiel europäische Staatsanleihen kaufe. Deswegen habe ich ja immer gesagt, wenn die Renditedifferenz geringer wird, zum Beispiel zwischen den 10-jährigen amerikanischen und deutschen Staatsanleihen, dann ist das auch tendenziell positiv für Euro-US-Dollar. Dann muss ja Euro dafür nachfragen. Ja, wenn ich natürlich Euro-Staatsanleihen verkaufe oder auch den DAX verkaufe und mich also zurückziehe und dann das Geld wieder in Dollar anlege, dann ist das natürlich positiv für den Dollar. Das würde dann eher für eine Dollarstärke sprechen. Das muss man immer so ein bisschen mit berücksichtigen. Die Währungsentwicklung hat einen sehr starken Einfluss auf den DAX im Augenblick, Euro-US-Dollar. Und einen starken Einfluss wiederum auf Euro-US-Dollar haben die Zinsen. Das hatte ich ja schon mal häufiger gezeigt. Euro-Schweizer Franken, ja okay, heute zum Nationalfeiertag in der Schweiz, gucken wir uns Euro-Schweizer Franken an, ist ausgebrochen mit einer sehr dynamischen Kiste, ich habe es mitbekommen, wir sind jetzt hier, was sind das hier für ein Abwärtstrend, die rote Trend, die sind da dran gelaufen, ja, sehr kräftiger Anstieg hier aus einer Seitwärtsbewegung. Sehr dynamisch das Ganze auch. Die Schweizer Nationalbank wird sich freuen. Es ist letztlich das, was ich auch schon mal thematisiert hatte. Wir sehen eine breite Euro-Stärke. Ja, es ist nicht nur eine Dollar-Schwäche, sondern es ist auch eine Euro-Stärke. Stichwort Euro-Index nimmt hier ähnlich kräftig zu. Hier gegenüber dem Schweizer Franken, ja,
Anstieg sehr kräftig. Es gab jetzt schon wieder einige Analysten, die gesagt haben, 1,20 könnte angelaufen werden. Finde ich im Augenblick noch ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Das hier ist auch ungewöhnlich kräftig, was wir hier gesehen haben. Also ich würde Euro, Schweizer Franken jetzt auch nicht shorten, also mich auch nicht dagegen stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt nicht die genauen Beweggründe, warum wir hier einen so kräftigen Anstieg gesehen haben. Muss ich zugeben. Aber kurzfristig ist einfach Euro-Schweizer Franken massiv überhitzt. Wir haben mit knapp 2,5 bis 3% Differenz zur 21-Tage-Linie, wenn man sich das hier in der Vergangenheit betrachtet. Dann war das immer doch, oder zumindest mal sehr häufig ein Hochpunkt gewesen bei dem Währungspaar. Und ja, ich habe hier noch eine langfristige Abwärtstrendlinie eingezeichnet. Ich will mal gucken, ob die noch weiter zurückreicht, wie tragfähig die wirklich ist. Das ist allerdings grenzwertig, ehrlich gesagt, weil die schon zu lange nicht mehr angelaufen wurde. Aber zumindest hätten wir die jetzt heute, sind wir davon auch abgeprallt. Ja, auch das würde so ein bisschen die Vermutung untermauern, dass wir hier wieder Frankenstärke sehen und Euro-Schwäche. Euro, US-Dollar und Gold steigen Gleichlauf. Wer zieht wen mit? Gold hängt ab von Euro, US-Dollar. Gold wird ja auf den weltweiten Märkten in Dollar abgerechnet. Ja, und wenn ich einen schwachen, wenn ich jetzt einen Euro-Dollar entsprechend dem gegenüberlaufen habe, dann hat das natürlich Auswirkungen auch auf das Devisenpaar, auf den Goldpreis. Ich gucke gerade mal, ich meine, ich hätte das auch schon mal etwas ausführlicher in einem Chart aufbereitet, um das klar zu zeigen. Gold. Na, ich hole mal hier den Goldchart mit rein. Auch der wird jetzt auch schnell aufgebaut. Dann können wir uns das auch nochmal schnell. Ja, wunderbar. Euro, US-Dollar. Also, wenn ich jetzt Forex. Euro, US-Dollar, Spot. Na, jetzt habe ich das eingefügt. Na, schade. Okay, gucken wir uns aber hier an. Also hier den Goldchart aufgerufen. Da sehen wir es dann nochmal. Also, ist natürlich klar, der Goldpreis profitierte natürlich zuletzt von der Dollarschwäche. Ist klar, wenn ich Gold wird ja auf den weltweiten Finanzmärkten, wie gesagt, in Dollar abgerechnet, wenn ich einen schwachen Dollar habe, dann kann ich natürlich mit meiner heimischen Währung, zum Beispiel mit meinem starken Euro, mehr Gold kaufen und das treibt natürlich dann den Goldpreis an. Das gilt übrigens nicht nur für Gold, das gilt für alle Rohstoffe, denn alle Rohstoffe oder fast alle Rohstoffe werden in Dollar abgerechnet und wenn der Dollar schwach ist, dann können wiederum ausländische Investoren mehr von dem Rohstoff kaufen. Deshalb ist einfach hier das Verhältnis ganz klar invers ausgebildet. Wenn Euro, US-Dollar zur Stärke neigt, also Euro-Aufwertung, Dollar-Schwäche, dann profitiert davon der Goldpreis. Ja, und das sieht man hier sehr schön. Die letzte Euro-Stärke oder Dollar-Schwäche führte ganz klar zu einem Goldanstieg. Gold kommt hier langsam in den Zielbereich, den ich genannt habe, von ungefähr 1290, 1300 Dollar. Das wäre so die Zielmarke, die wir hier sehen werden. Das heißt also ganz klar, der Goldpreis ist abhängig, also auch abhängig, das ist so richtig. Ist auch abhängig von Euro-US-Dollar. Ja, Euro-US-Dollar wird nicht beeinflusst durch den Goldpreis, sondern andersrum. Korrekt. So, dann wollte ich auch eigentlich noch auf ein paar DAX-Aktien zu sprechen kommen, denn die sind ja auch an durchaus ganz interessanten Marken angekommen. Machen wir jetzt noch mal schnell, ausführlicher dann in der nächsten Woche. Daimler kommt gerade die Frage, genau 60-Euro-Marke hier beachten. Wird wichtig. So, Deutsche Telekom, würde das nochmal interessant. In Deutschland mal zu. Also das auch. DAX ebenfalls. Deutsche Telekom finde ich im Augenblick interessant. Es verdichten hier sicher die Anzeichen, dass es keine Hochzeit bei T-Mobile US geben wird. Schaut euch das hier an. Unterstützt 15,45. Das ist ja sehr, sehr kräftig in Unterstützung. Aber wenn die fällt, wäre der Weg nach unten durchaus frei. Dann haben wir hier bei der Deutschen Telekom ein größeres Korrekturpotenzial von 5,5 bis ungefähr 8,5%. Also wer sowieso skeptisch für den Markt ist, mittelfristig, kann sich hier einfach mal die Deutsche Telekom auf der Short-Seite anschauen.
sieht ganz interessant aus. Das war die Telekom gewesen. Henkel wollte ich ebenfalls euch noch zeigen. Ähnliche Ausgangslage, ist hier so ein bisschen auch zurückgekommen in den vergangenen Tagen, aber auch in einer guten Unterstützung. Eine Weichenstellung möchte ich es nennen. 200-Tage-Linie hier angekommen, 117, 118 Euro, wurde da auch gekauft. Aber wir haben hier noch keinen Anstieg über dieses mögliche Mittelteil dieses Doppeltops. Also Henkel eigentlich ja wenig beachtet, aber sehr, sehr spannend, denn das ist die Ausgangslage. Fällt Henkel hier unter 117, dann ist die auch unter die 200-Tage-Linie gefallen und unter die beiden Tiefpunkte hier. Ziel dann 115 über 110 Euro, wenn im schwachen Markt entfällt. Steigt die über 122 Euro, ist hier ein kleines Doppeltief abgeschlossen. Zielbereich dann wieder hier oben 126, 128 Euro. Müssen wir einfach jetzt abwarten, welche Grenze wird hier durchbrochen. Das wird ganz interessant werden. Das dazu noch und Volkswagen, was ebenfalls nicht fehlen, gerade vor dem morgigen Dieselgipfel in Berlin. Schauen wir uns auch noch an. Ebenfalls einer Schlüsselmarke angekommen, seht ihr hier wichtige Unterstützung. Volkswagen 129, 130 Euro, ne, was hier bei meinem Widerstand, dann hier als Unterstützung bestätigt. Fällt die Aktie unter 129 Euro, ist ja auch schon unter die 200-Tage-Linie gefallen, Tendenz dann nach unten. 113, 115 Euro könnte ich mir durchaus vorstellen. Das muss noch nicht jetzt passieren, aber wenn der Gesamtmarkt zur Schwäche neigt, dann haben wir hier oben doch ein größeres Problem vorliegen und ja, mit entsprechend viel Abwärtspotenzial nach unten. So sind einige DAX-Aktien im Augenblick doch an wirklich interessanten Schlüsselmarken angekommen. Wie gesagt, VW, das Verkaufssignal liegt noch nicht vor. Ja, ist hier durchaus auch noch eine Chance für eine Rebound-Bewegung zurück in den Bereich 146, aber auch ein guter Kandidat für die Shortseite, wenn wir hier unter 129 Euro in den kommenden Tagen fallen sollten, oder leider mal wenigen Wochen. Das mal auf dem Schirm halten. Gut, abschließend machen wir noch einen Infineon-Blick. Ja, ist hier ein bisschen aus dem Aufwärtskanal, dem engen Aufwärtskanal rausgefallen, ist aber noch über der 200-Tage-Linie. Ihr seht es hier, die Aktie wurde auch über der 200-Tage-Linie zuletzt gekauft. Die violette Linie hier bei 17,50 Euro. Kämpft hier augenblicklich mit der 21-Tage-Linie. Finde ich etwas angeschlagen. Ja, denn wir haben hier ein weiteres Problem schon vorliegen. Ihr seht es, schon eine Serie von inzwischen drei fallenden Hochpunkten. Ja, hier seit Ende Mai. Und Infineon hängt natürlich stark vom amerikanischen Chipmarkt ab, also Halbleiterhersteller. Und wir hatten es gerade eben schon besprochen, amerikanische Tech-Aktien schon angeschlagen. Würde ich jetzt nicht mehr unbedingt noch reingehen, auch wenn der übergeordnete Trend noch positiv ist. Ich fürchte fast, hier werden Erholungen jetzt zum Ausstieg genutzt. So, das soll es gewesen sein. Haben wir gut überzogen. Hier noch die Orientierungsmarken für die kommenden 5 Handelstage. Ja, achtet darauf, Euro, US-Dollar, wie gesagt, ich gebe noch nicht ganz auf, dass wir jetzt doch wieder eine Dollarstärke sehen werden. Mal gucken, ob der neue Staatschef John Kelly jetzt mal für ein bisschen Ruhe sorgt im Weißen Haus, dann könnte davon unter Umständen auch der Dollar profitieren. Gucken wir mal, es bleibt auf jeden Fall spannend. Behaltet eure Position genau im Auge. Ich gehe mal davon aus, die kommenden Monate werden etwas ungemütlicher. Ansonsten schönen Feierabend und bis nächste Woche Dienstag. Ciao.